Bisher steht die Railroad Development Corporation, kurz RDC, als Sieger um den Autozug da. Doch das Land versucht mit jedem Mittel, dies zu verhindern. Auch die Deutsche Bahn ist an der Strecke interessiert. Die amerikanische Firma RDC hat zwar einen Etappensieg erreicht, denn die Deutsche Bahn Netz hat einen Rahmenvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen. Doch das Land Schleswig-Holstein kann die Pläne der Amerikaner vielleicht doch noch zum Entgleisen bringen. Unter anderem versucht es, das Vergabeverfahren juristisch auszubremsen. Der Rahmenvertrag zwischen Deutsche Bahn Netz und RDC wird nun von der Bundesnetzagentur, der obersten Entscheidungsbehörde, geprüft. Rund 90 Personen, die Asyl suchten, haben auf Sylt eine Unterkunft gefunden. Meist vorübergehend finden die Flüchtlinge hier dankbar ein Zuhause, weil sie Monate auf der Flucht sind, sei es aufgrund politischer oder religiöser Vertreibung. 10 weitere Asylsuchende sollen in nächster Zeit auf die Insel kommen. Um alle unterbringen zu können, wird nicht nur das Polizeihaus in Keitum bezugsfertig renoviert, sondern auch Wohnungen über der ehemaligen Westerländer Feuerwache. Die Sylter Bank, die inselweit mit 5 Geschäftsstellen und 14 Automaten vertreten ist, zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2014. Denn seit 5 Jahren kann die Bank einen kontinuierlichen Anstieg der Bilanzsumme von 215 Millionen in 2009 bis auf die aktuellen 326 Millionen Euro verzeichnen. Mit einem Gewinn von rund 4 Millionen Euro vor Steuern in 2014 ist man ebenfalls sehr zufrieden.